Tausende strömen in die Arena, um guten Fußball zu sehen. Ein verdienter Sieg für den enthusiastisch gefeierten KSV. Kassel spielte wie im Rausch. Am Ende siegte der KSV mit 7:3. Lohn ein zweiter Platz in der zweiten Liga. Nur noch 3:4 und die Partie wurde immer spannend. Und er trifft. Das Wunder geschieht. 5:4. Calaskiewicz, der Ball segelt. Naja, den hat er wohl. Den hat er nicht! Er lässt sie alle aussteigen und macht das Tor, das viel umjubelte. Bauer! Wir können hier von einer Bundesliga-Atmosphäre aus Kassel berichten. Hervorragende Stimmung. Jahre KSV Essen Kassel, das ist eine stolze Zahl, das ist eine Tradition, das bedeutet viel Emotionen, viele Siege, viele Niederlagen, Aufstiege, Abstiege, da ist alles mit dabei. Und es gibt wenig Fußballvereine in Deutschland, die eine derartige Bandbreite haben zwischen einer fast ersten Bundesliga Mitte der 80er Jahre und der Kreisliga A Ende der 90er. Damit herzlich willkommen zu unserer Sendung, zu unserem Sporttalk hier im offenen Kanal. Wir wollen in der nächsten Dreiviertelstunde den Mythos des KSV Hessen-Kassel ergründen. Und wenn ich sage wir, dann ist das mein Kollege, der Armin Ruder und ich. Wir werden gemeinsam durch den heutigen Abend führen. Damit herzlich willkommen. Wir haben zwei tolle Studiogäste heute hier. Beide sind Vereinslegenden des KSV Hessen-Kassel. Und auch wenn beide durch 48 Jahre getrennt sind, haben sie doch einige Gemeinsamkeiten. Beide sind im Wonnemonat Mai geboren. Und beide sind im defensiven Mittelfeld auf der 6 zu Hause, beziehungsweise zu Hause gewesen. Der Herr, ganz links von mir gesehen, ist Jahrgang 1944. Er ist in Eschwege geboren und war schon in der Jugend beim KSV Hessen-Kassel und hat im zarten Alter von 19 Jahren seinen ersten Einsatz in der ersten Mannschaft der Kasseler Löwen gemacht, an der Seite von Idolen wie Peter Jendrosch oder wie Karl Lohwig. Ihr seid damals fast in die erste Bundesliga aufgestiegen. Du bist sehr früh Mannschaftskapitän geworden mit 23 Jahren. Herzlich willkommen, Uwe Habedank. Guten Abend. Ja, der zweite im Bunde ist Jahrgang 1992, ist im saarländischen Lebach geboren und zu einer Zeit, wo sich Jungs anfangen normalerweise für Fußball zu interessieren. Da war der KSV Hessen-Kassel gar nicht auf der Fußballlandkarte. Und du wirst uns sicherlich auch erzählen, wann du zum ersten Mal mit Kassel so in Kontakt gekommen bist und wann du realisiert hast, dass hier auch Fußball gespielt wird und nicht nur Eishockey wie damals in den 90er Jahren. Du bist 2015 von Waldhof Mannheim zum KSV Hessen-Kassel gekommen und bist seit 2017 Mannschaftskapitän. Herzlich willkommen, Freddy Brill. Dankeschön. Ja, und mit Moderator des heutigen Abends, wie gewohnt schon einige Male, Armin Ruder. Ja, der hat auch gleich die erste wichtige Frage an dich. Jeder, der dich kennt, weiß, das menschgewordene Archiv des KSV Hessen-Kassel, die Chronik auf zwei Beinen des KSV Hessen. Also kannst du am besten uns folgende Frage beantworten. Sind es wirklich 75 Jahre in diesen Tagen? Da ging es ja ein bisschen hin und her. Und zum Zweiten werden wir nachher noch ein Filmchen sehen, ist noch gar nicht so lange her. Da hat der KSV ganz stolz sein 10-Jähriges gefeiert. Jetzt wenige Jahre später plötzlich 75. Klär uns doch mal auf. Nach drei Insolvenzen kann man auch relativ rasch altern. Der Jens Rose hat ja mal als Clubvorsitzender gesagt, Löwenjahre zählen doppelt. Wenn man das betrachtet, 2008, das 10-jährige Vereinsjubiläum und jetzt 75, dann ist es nicht Faktor mal 2, sondern Faktor mal 3. Nein, also es ist so, die Wurzeln des KSV gehen bis ins Jahr 1893 zurück. Der SV Kurhessen-Kassel war vor dem Krieg der führende Verein hier in Nordhessen. Und anders als in München, wo der FC Bayern München dann wieder begründet worden ist, oder der erste FC Nürnberg in Nürnberg nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man in Kassel einen komplett neuen Cut gemacht. 1945 ist in der Kasseler Südstadt ein Verein entstanden, der VfL Hessen-Kassel, der dann mit dem Kasseler SV zum Kasseler SV Hessen fusioniert hat. Das war 1947. Dann gibt es halt noch einen Bruch. 1993 ist der alte KSV Hessen-Kassel. Das war ja nicht nur ein Fußballverein, da gab es Dutzende Sportarten, 12, 13, 14. Und mit über 4.000 Mitgliedern, der Verein ist Konkurs gegangen. Daraus ging dann der FC Hessen-Kassel hervor. 5 Jahre später war der auch pleite. Und jetzt gibt es, wie gesagt, den KSV Hessen-Kassel wieder begründet als reinen Fußballclub seit 1998. Gut, damit ist das endgültig geklärt und man feiert zu Recht jetzt den 75-Jährigen. Genau, und damals zum 10-jährigen Jubiläum, also 2008, da ist ein kleines Filmchen entstanden, was wir uns jetzt angucken wollen.
Das heißt, damals hatten wir schon mal zurückgeblickt auf diese Zeit des KSV Essen Kassel, die ruhmreichen Jahre, die wir uns jetzt gemeinsam in den nächsten 4,5 Minuten noch mal angucken wollen. Freude, Jubel, Tränen, Trauer, Wut, Emotionen. Das ist der KSV Essen Kassel. Nicht erst seit 1998. Aufstiege, Abstiege, erste Liga, zwei Konkurse. Die Vergangenheit der Löwen ist bunt wie eine Tüte Konfetti. 1945 als Nachfolger des SVQ Essen Kassel gegründet und wenig später schon die ersten Erfolge. Hessenmeister 1949, Aufstieg in die erste Liga Süd 1953. Mit Nationalspieler Gala Metzner war der KSV schon in den 50er und 60er Jahren erstklassig. 1974 dann der Abstieg in die Oberliga. Der KSV zum ersten Mal nur noch drittklassig. 1980 ging es nach 6 Jahren endlich wieder nach oben, zweite Bundesliga. Mit Trainer Rudi Kröner begann das große Märchen. Fast 13.000 Zuschauer kamen damals im Durchschnitt, lange Schlangen und die Löwen machten fast den Durchmarsch in Liga 1. Dezember 1980, Spiel gegen Tabellenführer Darmstadt 98. Vor 18.000 Fans geht es hoch her, Darmstadt führt 2:0, dann gleichen die Löwen aus, gehen durch Uli Wieland sogar mit 3:2 in Führung. Dann die 54. Minute. Ein sagenhaftes Kopfballtor von Torjäger Helmut Hampel, 4:2. Ein unglaubliches Spiel, unglaubliche Dramatik. Am Ende heißt es 4:4, die Lilien steigen schließlich in die Bundesliga auf, die Löwen werden Vierter. Platz 4, ein Reizwort für den KSV. Viermal gibt es zwischen 1981 und 85 diese Platzierung in der zweiten Liga, immer wieder fehlt nur wenige Zentimeter an der ersten. Dann geht alles sehr schnell. Die Zuschauerzahlen sinken, Spieler müssen verkauft werden, Missmanagement. Die bitteren Jahre beginnen. Der alte KSV Hessen ist 1993 am Ende. Konkurs. Der Nachfolger FC Hessen wird nie geliebt. 1998 verschwindet auch dieser aus dem Vereinsregister. Wieder Konkurs. Der Weg ist frei für einen Neuanfang. Für einen richtigen. Mittwoch, 20. Mai 1998. Kreispokal, erste Runde. Auf dem Sportplatz des ESV Jahn Kassel empfängt ein Verein aus der Kreisliga B einen anderen Club aus der Kreisliga A. Ein ganz normales unterklassiges Spiel vor einigen Familienangehörigen mitnichten. Es ist die Wiedergeburt des KSV Hessen Kassel. Sage und schreibe 700 Zuschauer sind mit dabei. Das erste Tor für die neuen alten Löwen erzielt ausgerechnet Urgestein Charlie Wimmer nach 10 Minuten. Eine illustre Truppe mit Jugendspielern und Fußballrentnern steht auf dem Platz. Und die Löwen sind nur zu zehnt. Jugendspieler Nico Sammer ist einfach nicht gekommen. 3,5 Monate zuvor wurde der neue Club aus der Taufe gehoben. Am 3. Februar trafen sich im Kasseler Ratskeller Holger Brück und einige Mitstreiter aus alten Zeiten. Der KSV Hessen Kassel ist wieder da. 25. Mai 2006. Nach 33 von 34 Spieltagen führt der FSV Frankfurt die Tabelle in der Oberliga Hessen mit 3 Punkten Vorsprung an. Doch der zweite, der KSV Hessen, hat die bessere Tordifferenz. Gewinnen die Löwen das letzte Saisonspiel am Bornheimer Hang, steigen sie in die Regionalliga auf. Der FSV Frankfurt, der zeitweise schon 11 Punkte Vorsprung hatte, würde leer ausgehen. Unglaubliches passiert an diesem Himmelfahrtsdonnerstag. Mehr als 4000 Nordhessen fahren mit zum Bornheimer Hang. Dort ist eine ganze Kurve in Rot und Weiß gehüllt. Für den FSV Frankfurt im eigenen Stadion ein Auswärtsspiel. Wo wir mit dem Bus vorgefahren sind, wo wir ins Stadion eingelaufen sind zum Warmmachen, das war einfach gigantisch. Das war wirklich absolut Gänsehaut-Feeling. Und das ist, also alleine dafür hat es sich schon gelohnt hinzufahren. 8 Jahre nach dem Exitus des FC Hessen Kassel ist Nordhessen wieder in der Regionalliga. 1998 Kreisliga A, 2006 Regionalliga. Der 5. Aufstieg der Löwen. Tagelang wird in Kassel gefeiert. Im Düsseldorfer Hof wird die Nacht zum Tag. Und auch Trainer Matthias Hamann hat sich extra für diesen besonderen Abend schick gemacht. Der größte Tag des neuen KSV Hessen. Und der größte Tag für die Fans.
Ja, viele glanzvolle Momente, aber natürlich auch Schatten in diesen 75 Jahren, wie bei so vielen Traditionsvereinen. Uwe, wir verraten dein Alter nicht, aber rein theoretisch hättest du bei der Gründungsversammlung schon dabei sein können. Deine aktive Zeit waren aber dann vorwiegend die 60er und 70er Jahre. Jetzt gemessen an dem, was wir gerade gesehen haben, viel Licht in dieser Zeit. Wie beurteilst du das rückwirkend? Also ich bin ein Typ, ich kann nichts dafür, ich erinnere mich, Gott sei Dank meistens nur an die guten Zeiten, nicht nur im Fußball, sondern auch allgemein, sodass ich rückblickend sagen kann, ich möchte keine Sekunde missen, in der ich dabei gewesen bin. Warum? Ja, weil einfach der Fußball ein Gemeinschaftssport ist, wo man Gleichgesinnte mit Gleichgesinnten Erfolge feiern kann. Und die hat mich auch geprägt in der Disziplin, auch für das ganze Leben, auch für das Berufsleben. Und deshalb ist gerade der Fußball für mich einfach eine tolle Zeit gewesen. Wenn sowas wie der Spruch einmal Löwe, immer Löwe auf jemanden zutrifft, dann auf dich. Du hast ja quasi nur für den KSV gespielt, ja. Später dann als Spielertrainer noch, das lassen wir jetzt mal beiseite. Ja, ja. Vereinswechsel war also nie ein Thema? Nein. Ich bin auch in der Südstadt groß geworden und da lag es also nahe, dass ich in der Jugend schon dann meine paar Meter runter zum Auerstadion, damals gab es noch keinen Auerstadion, damals gab es den A-Platz und das war einfach naheliegend und war sehr schön. Mhm. Uwe, du hast viele sensationelle Momente erleben dürfen mit dem KSV Essen, Zeiten, die man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen kann, wenn man die alten Bilder sieht, dass die Leute auf den Bäumen in der Aue saßen, ja. Dass ihr Pokalspiele vor teilweise 40.000 Zuschauern gehabt habt, damals gegen Uwe Seeler und den HSV oder gegen die Frankfurter Eintracht und Bayern München. Du hattest mir mal gesagt, ein besonderes Spiel war an Silvester. Jetzt musst du vielleicht auch erstmal erklären, wie man an Silvester überhaupt Fußball spielen kann. Das ist die Frage A. Und die Frage B ist, was ist da passiert damals, Silvester 1966, dein Spiel deines Lebens? Ja, klar, das ist heute, glaube ich, nicht mehr so. Heute gibt es ja die Winterpause und damals gab es das noch nicht. Damals wurde auch auf härteren Boden, gefrorenen Boden, auch auf Schnee und Eis gespielt. Was damals Gott sei Dank nicht der Fall war, dass wir Silvester im Pokalspiel die Eintracht Frankfurt hier im Auerstadion. Man muss dazu sagen, die Erstbundesligamannschaft und nicht die Amateure, ne? Nein, die erste ja, ja. Fußballmannschaft. Und ja, waren wir heiß und wollten schon ein gutes Spiel machen, aber zu der Zeit hatte, glaube ich, an den Sieg keiner geglaubt. Noch dazu, wo wir dann in der Halbzeit 2:1 zurücklagen. Und dann hat man mal 45 Minuten, wo alles gepasst hat. Und dann ist Eintracht Frankfurt dann mit 6:2 aus dem Pokal geworfen worden. Und das war natürlich gerade Silvester. Das war eine schöne Silvesterfeier, muss ich sagen. Die Feier konnte sich wahrscheinlich sehen lassen. Ja. Die HNA hat damals geschrieben, 6 Silvesterböller der Löwen. Das war damals die Schlagzeile. Ja. Wart ihr denn damals richtige Amateure? Du hast ja einen Beruf gehabt, du hast gearbeitet. Habt ihr denn für euer Kicken damals in den 60er und 70er Jahren kein Geld gekriegt? Oder wie war das bei euch? Also ich muss immer noch auch heute sagen, dass der damalige Vertragsspieler, das, was wir damals waren, dass das eine, die Möglichkeit, wir hatten die Möglichkeit, einmal Fußball zu spielen und einen Beruf zu ergreifen. Und das frage ich mich heute noch, wie man den ganzen Tag nur mit dem Fußball zurechtkommen kann. Aber wir hatten, und ich war als Student schon, habe ich gespielt und war froh, dass ich da ein paar Pfennige verdienen konnte. Wir hatten also einen Grundvertrag von 160 D-Mark damals, das war unser Grundvertrag. Und hatten dann dementsprechend Siegprämien, die aber alle gleich waren. Also war keiner von den Spielern hatte eine Auszeichnung, mehr Geld zu bekommen, sondern wir wurden alle gleich behandelt. Und das war natürlich auch für unsere Kameradschaft, war das natürlich auch super. Das war in Kassel der Fall, aber es gab natürlich zu der Zeit auch schon hochbezahlte Profis, weltbekannte Profis, die kennt der Frederik vielleicht noch, weil er als kleiner Junge deren Bildchen gesammelt hat. Wir schauen jetzt mal kurz hin. Wir haben 4 oder 5 Fotos gefunden und rausgesucht, die den Uwe Habedank zeigen, wie er ganz prominente Leute trifft, zumindest am Anstoßkreis. Gucken wir mal, wen wir da vielleicht erkennen. Das ist zunächst mal der Einmarsch der Bayern. Man erkennt Franz Beckenbauer, Sepp Maier und hinten noch ganz schemenhaft Katsche Schwarzenbeck.
Dann der Tausch mit dem schnauzbärtigen Beckenbauer, der später dann zum Fußballkaiser wurde, mit einer abgewetzten Spielführerbinde. Aber dann gab es auch den Rolf Rüssmann als Vertreter von Schalke 04. Das, glaube ich, war so ein Jahr, bevor er dann in die Schlagzeilen geriet, weil er bei dem Skandal irgendwie mitgemischt hat. Und der schon erwähnte Jürgen Grabowski von Eintracht Frankfurt. Da sehen wir auch ein winterliches Spiel. Ja, und wenn mal kein Prominenter da war, dann hatte Uwe Habedank sich einfach den Ball geschnappt am Anstoßkreis und hat etwas für seine eigene Fitness getan. Ja, was bleibt da hängen, wenn man mit solchen Spielern zu tun hatte? Gab es diesen Kontakt nur am Anstoßkreis oder konnte man auch nach dem Spiel mit denen von Mensch zu Mensch reden? Also ich habe nur gute Erfahrungen gemacht, auch mit ganz bekannten Spielern. Und mein Job, der war damals gegen die Spielmacher des Gegners, die musste ich ausschalten. Und da gab es kein böses Wort, vielleicht einmal, aber das muss ich jetzt hier nicht erwähnen. Aber ansonsten waren das ganz faire 90 Minuten, wo man einfach im Zweikampf alles gegeben hat und wo man sich sowieso nach dem Spiel die Hand gegeben hat. Und hat vielleicht sogar noch beim Fritz Henning damals noch ein Bierchen getrunken. Also ja, das waren noch die guten alten Zeiten. Ja. Frederik, da ist der KSV derzeit ein bisschen weit davon entfernt, dass sich diese Promis hier mit dir am Anstoßkreis die Hand geben. Es sei denn, es gibt mal ein interessantes Freundschaftsspiel oder man schafft es im Pokal etwas weiter. KSV Hessen-Kassel, wann hast du, wir haben vorher gehört, du kommst aus dem weit entfernten Saarland. Wann ist dir dieser Name zum ersten Mal überhaupt begegnet als sogenannter Traditionsverein? Bevor dann die Frage kommt, spielt es heutzutage überhaupt noch eine Rolle, wenn ein Vertragsangebot auf dem Tisch liegt, dass dieser Verein viel Tradition hat, oder ist wichtig, was in dem Vertrag drinsteht? Ja, ich muss ein bisschen Romantik aus der Story, glaube ich, rausnehmen. Ich habe jetzt nicht früher in KSV-Bettwäsche geschlafen oder... Was war deine Bettwäsche? Bayern München tatsächlich. Okay. Und ja, von dem her kann ich jetzt nicht behaupten, dass ich von klein auf davon geträumt habe, irgendwann mal in Nordhessen beim KSV zu spielen. Fairerweise muss man auch dazu sagen, der KSV hat in meiner Jugend eigentlich auch keine Rolle gespielt im Profifußball. Deshalb war das auch dementsprechend nie ein Ziel. Ja, aber die Reise des Fußballs ergibt dann immer mal auch Umstände, die man so nicht voraussieht. Und tatsächlich habe ich den KSV dann erstmalig als Verein, als gegnerischer Verein wahrgenommen in der Regionalliga. Bei Waldhof. Bei Waldhof, genau. Genau. Also da spielt es heutzutage auch keine Rolle mehr, dass man sagt, hier kommt ein traditionsreicher Verein. Viel wichtiger ist, dass der Vertrag attraktiv ist. Welcher Name dahinter steckt, ist dann sekundär. Nee, das würde ich nicht so unterschreiben. Ich glaube schon, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich weiß nicht, wie es bei dem anderen Großteil draußen der Fall ist. Aber für mich, ich glaube, das zeigt meine Vita jetzt auch, dass ich schon eher darauf bedacht war, bei Vereinen zu spielen oder spielen zu wollen, die auch eine gewisse Tradition mitbringen, die auch eine gewisse Fanbase mitbringen. Mhm. Weil letzten Endes diese 10, 12, 15 Jahre, die du Fußball spielst, die willst du ja auch vor Zuschauern spielen. Und die willst du dann nicht vor 150 Zuschauern in Waldorf, bei Astoria Waldorf verbringen, sondern die willst du halt beim KSV oder bei traditionsreichen anderen Vereinen verbringen. Mhm. Wie erlebst du als Traditionsverein den KSV? Du bist jetzt das 8. Jahr bei den Löwen, seit 2015. Auf der einen Seite sicherlich eine tolle Resonanz, auch gerade bei Auswärtsspielen. Wir haben ja gerade die Bilder vom Jahr 2006 gesehen, da waren 4.000 Fans bei einem Auswärtsspiel in Frankfurt. Auf der anderen Seite knallt es natürlich auch schnell, wenn ihr zwei- oder dreimal in Folge verliert. Wie bewertest du so diesen Zusammenhang? Auf der einen Seite die Tradition, die einen dann auch wieder beflügelt, und auf der anderen Seite aber auch der Druck, der schnell bei einem Traditionsverein entsteht. Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, um das zu erklären, wie es aus meiner Sicht ist. Tatsächlich in den ersten beiden Jahren, als ich hier war, war der KSV für mich ein normaler Verein, wie jeder andere auch. Nach zwei Siegen solltest du aufsteigen, nach zwei Niederlagen warst du schon abgestiegen. Und tatsächlich ist dann ein Moment geschehen in der jüngsten Vereinshistorie, der aus meiner Sicht entscheidend war für den positiven Verlauf, erstmal sportlich, aber vor allen Dingen auch so in der Außendarstellung, in der Wahrnehmung rundherum. Es kam die Insolvenz. Hört sich jetzt erst auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen komisch an, dass das ein guter Moment war, aber letzten Endes hat man in diesem Moment, beziehungsweise habe ich in diesem Moment das erste Mal gespürt, dass es eben nicht der normale Verein von der Ecke ist, sondern dass es was ganz Besonderes ist. Man hat gemerkt, wie plötzlich die Stadt zusammensteht, man hat gemerkt, wie die Fanszene zusammensteht, man hat plötzlich gesehen, was auf verschiedensten Ebenen alles geleistet wurde
um aus dieser Insolvenz rauszukommen. Und das war spätestens dann für mich auch das Signal, das ist das, was ich gesucht habe im Fußball. Das ist das, warum man Fußball spielt. Wenn man vielleicht auch andere stolz machen kann, indem man mit Leistung vorangeht und dann auch längerfristig bei einem Verein bleibt. Ich glaube, dass ein Fan sich auch lieber ja, mit jemandem identifiziert, der auch mal durch schlechte Zeiten durchgeht, als jedes Jahr eine neue Mannschaft zu sehen. Und deswegen würde ich sagen, ist diese Fanszene, generell das Umfeld, ist ein dickes Faustpfand, was wir haben. Klar kann es auch mal schneller zu Eskalationen in Anführungszeichen kommen, wenn es nicht so läuft. Aber gerade in der Phase der Insolvenz sind wir viel, viel enger zusammengerückt. Wir haben ein sehr, sehr enges Verhältnis zwischen Mannschaft und Fans. Und ich glaube auch, das Gespür der Fanszene generell von den Fans ist deutlich besser geworden. Und ich glaube, jeder kann mittlerweile einordnen, wo der KSV steht. Du sprichst die Insolvenz an. Das war ja dann auch für dich, denke ich mal, im besten Fußballeralter auch eine folgenschwere Entscheidung, dass du gesagt hast, nach den 9 Punkten Abzug, den Abstieg aus der Regionalliga, ich gehe jetzt mit in die Hessenliga und spiele in Dietkirchen oder in Friedberg auf den Bolzplätzen. Absolut. Und das stand auch nicht von vornherein fest. Also es war so wie eben beschrieben, dass man von Zeit zu Zeit in der Phase dann die Kraft des Vereins auch mitbekommen hat. Und ich habe das schon mal in einem Interview erzählt, dass mir dann auch von klein auf beigebracht wurde, wenn man Fehler begeht, dann sollte man auch für die Gerade stehen und versuchen, die auch wieder auszubügeln. Ja, der Abstieg war letzten Endes ein Fehler von der Mannschaft. Vielleicht nicht nur, weil durch die -9 Punkte letzten Endes sind wir abgestiegen. Das war dann tatsächlich eher ein Vereinsfehler. Trotzdem hätten wir es auf dem Platz auch noch umreißen können. Und dementsprechend habe ich mich dann auch unter anderem in der Pflicht gefühlt, um den Verein auch wieder nach oben zu bringen. Würdest du denn nach 8 Jahren jetzt sagen, ich fühle mich als Nordhesse und ich bleibe auch über den Fußball hinaus hier in Nordhessen? Das ist eine schwierige Frage. Deswegen stelle ich sie. Ja, als Nordhesse fühle ich mich nicht, muss ich fairerweise sagen. Ich bin sehr heimatverbunden. Ich mag das Saarland, mag die Mentalität. Mentalität ist vielleicht auch ein Stichwort. Ja, man muss sich erst ein bisschen anfreunden, auch mit der Mentalität in Nordhessen. Der Pessimismus ist vielleicht ein bisschen früher zugange als in anderen Regionen in Deutschland. Aber ich fühle mich sehr, sehr wohl. Und ich glaube, wenn das nicht der Fall wäre, wäre ich nicht schon 8 Jahre hier. Ja, Frage an beide. Wir haben ja vorher gehört, es gibt Gemeinsamkeiten, die Position, wobei damals hieß es nicht Sechser, sondern wahrscheinlich linker Läufer, rechter Läufer oder so ähnlich. Damals wurde auch noch mit Lederschuhen und Lederbällen gespielt, ist alles längst anders. Zwei Welten begegnen sich, wenn es um die persönlichen Strafen durch Schiedsrichter geht. Hier haben wir gehört, nie eine Strafe ausgesprochen worden. Über die Anzahl der jährlichen Karten pro Saison legen wir jetzt mal den Mantel des Schweigens. Aber es hat sich ja sehr viel verändert im Fußball, in den letzten Jahren sogar richtig rasant. Kommerzialisierung, gar Industrialisierung, technische Entwicklungen. Also wenn das so schnell weitergeht, wird zum 80-jährigen Jubiläum jeder B-Klassenverein im Vereinsheim seinen Keller aufräumen müssen, weil da irgendein dritter oder vierter Unparteiischer sitzen wird. Wie beurteilt ihr beide diese Entwicklung? Du beobachtest ja wahrscheinlich das Ganze jetzt so als Zuschauer von außen. Was ist dir da aufgefallen die letzten Jahre? Und selbst du bist jetzt lang genug im Geschäft. Wie beurteilt ihr diese Entwicklung des Fußballs in den letzten Jahren? Ja, ich denke mal, die Spielweise hat sich schon sehr verändert im Fußball. Das Spiel ist sehr viel schneller geworden, ist direkter geworden. Es passiert in Zweikämpfen. Das, was mir auffällt in Zweikämpfen, ist dieses Trikot festhalten. Und ich habe vorhin schon mal gesagt, es ist Hochspringen. Und es ist einfach verletzungsanfälliger, das merkt man ja auch, dass mehr Verletzungen passieren. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass in unserer Zeit Kreuzbandrisse, so viele Kreuzbandrisse entstanden sind, wie das heute der Fall ist. Und da muss ich sagen, das ist für einen Zuschauer schon, also muss ich sagen, ist es sehr interessant, weil dieses schnelle, direkte Spiel, das macht schon Spaß auf höchster Ebene. Schützen denn die Schiedsrichter heute die Spieler besser, als das zu deiner Zeit gewesen ist? Wobei du bist ja auf einer Position gewesen, wo du einen laissez-faire pfeifenden Schiedsrichter dann eher bevorzugt hast als Defensivspieler. Ja, also ich muss sagen, wir hatten grundsätzlich immer ein sehr gutes Verhältnis zu den Schiedsrichtern. Wir waren teilweise, weil wir uns dann meistens auch öfter begegnet sind, wir waren sogar teilweise per Du. Und das hat sich natürlich auf dem Spielfeld auch bemerkbar gemacht. Aber wird heute schneller gepfiffen als damals? Heute hat man, glaube ich, durch,
durch die Möglichkeiten, dass man die Spielzüge oder Fouls, dass man das nochmal nachverfolgen kann. Heute, denke ich, wird schneller gepfiffen, ja. Die technischen Entwicklungen hast du ja hautnah mitbekommen, ja, ob nun Chip im Ball oder auf der Torlinie oder jetzt, wie gesagt, dieser Video-Assistent-Referee. Wenn das so weitergeht, ist das eine gute Entwicklung des Fußballs? Du kennst auch noch die Zeiten, als das noch nicht gab. Ja, also Chip im Ball, sprich Torlinientechnik, absolut förderlich. Also ich glaube, da gehen wir alle mit, das wollen wir. Video-Assistent grundsätzlich finde ich auch gut, muss ich gestehen. Die Umsetzung, wie es zurzeit der Fall ist, ist allerdings natürlich nicht optimal. Fehlt ein bisschen auch die Verhältnismäßigkeit, weil verschiedene Szenen einfach auch unterschiedlich bewertet werden. Da würde es schon Sinn machen, wenn man vielleicht auch jemanden mit reinsetzt, der auch vielleicht im Fußball mal aktiv war, nicht nur als Schiedsrichter. Okay. Und dass man vielleicht auch einheitliche Teams hat, dass auch immer das Team jeweils die Situation beurteilt und nicht immer jemand anderes, weil logischerweise dann auch immer eine andere Meinung entsteht. Ja, von dem her grundsätzlich befürworte ich das Ganze. Die Regeländerungen der letzten Jahre, Stichwort Handspiel, Stichwort mehr Spieler rein, mehr Spieler raus. Handspiel kann man wahrscheinlich nochmal eine ganz neue Sendung drüber machen. Ist ja so ein Wirrwarr mittlerweile, dass man teilweise nicht darüber sich im Klaren ist, was letzten Endes strafbar ist und was nicht. Deswegen, da gibt es mit Sicherheit noch Verbesserungspotenzial. Die Anzahl der Spielerwechsel, ich glaube, das war hauptsächlich Corona geschuldet, dass das ins Rennen kam. Und ja, finde ich jetzt auch nicht zwingend notwendig, dass man die 5 Wechsel braucht. Mir würden auch 3 reichen, aber das glaube ich nicht spielentscheidend. Kein großer Nachteil. Bei euch war es ja ganz anders. So dichtes Schneetreiben, da haben die beiden, damals hießen sie, glaube ich, noch Linienrichter, oft nichts gesehen, der Schiedsrichter nur die Hälfte und trotzdem wurde gekickt. Ja, ging alles ab. Ging alles. Heute wäre das undenkbar. Ich denke ja, heute, weil die Schnelligkeit einfach auch schnelle Entscheidungen hervorruft. Und das war damals, alles ein bisschen langsamer. Ein bisschen gemütlicher, ja. Also nicht nur außerhalb des Spielfelds, sondern auch während der 90 Minuten. Auch während der 90 Minuten, ja. Aber ich würde gerne beim Freddy nochmal nachhaken. Ja. Stichwort Videoassistent. Wir hatten ja vor einiger Zeit dieses Heimspiel gegen den Balinger SC im Aue-Stadion gehabt. 3. Minute der Nachspielzeit, das 3:2-Siegtor. Denkst du in so einem Moment nicht auch, Gott sei Dank, es gibt keinen Videoschiedsrichter, dass man nicht noch 2 oder 3 Minuten warten muss, bis dann irgendwie so eine Entscheidung aus irgendeinem Keller getroffen wird? Nimmt der Videoassistent nicht im Fußball so ein Stück weit auch die Emotionen? Ja, definitiv. Also es ist ein Stimmungskiller. Hat man ja vermehrt in der Anfangszeit auch gemerkt, dass plötzlich Jubel da war und der Jubel aber relativ verhalten war. Mittlerweile wird bei Toren schon fast gar nicht mehr gejubelt, wenn man das Gefühl hat, dass man im Abseits stand. Von dem her glaube ich schon, dass das für die Stimmung eher ein Abbruch war. Obgleich man dann auch sagen muss, wenn dann der Moment oben, ja, ich sag mal, gezeigt wird auf der Wand, und es kommt dann zu einer positiven Entscheidung. Ich glaube, dass das dann noch zusätzlich nochmal einen Moment auslösen kann, wo die Stimmung auch nochmal punktuell hochgetrieben wird. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass es eher ein Stimmungskiller ist. Ja. Kommen wir zu dem Thema Veränderung im Fußball. Der Uwe Habedank hat damals nach den Spielen mit seinen Mannschaftskameraden im Clubhaus zusammengesessen und gefeiert. Heute ist das Thema soziale Medien bei vielen, gerade jüngeren Spielern, auch verbreitet. Wie hältst du das mit deiner eigenen Aktivität im Internet als Selbstdarstellung oder als Selbstinszenierung oder als Präsentation von sich selber? Ja, also ich bin nahezu gar nicht aktiv in sozialen Medien. Ich habe Facebook, aber ich muss gestehen, auch nur deshalb, um keinen Geburtstag zu vergessen, weil mir das jeden Morgen angezeigt wird. Aber ich nutze es nicht zur Selbstdarstellung oder Selbstverwirklichung. Ja, ich glaube auch in den Gefilden, in denen ich mich jetzt aufhalte, vom Fußball her geht es auch nicht darum, irgendwie eine Marke aufzubauen oder sowas. Das nutzen ja tatsächlich die Profifußballer in den obersten Ligen, die nutzen das auch zum Thema Markenbildung und Vermarktung. Das ist jetzt, wie gesagt, bei uns in den Gefilden nicht zwingend der Fall. Aber trotzdem sieht man in der Kabine, die Kabine wird immer jünger. Es gibt wohl kaum jemanden, der keine sozialen Netzwerke hat. Das hat sich schon definitiv verändert. Zumal jetzt auch mittlerweile fast jedes Spiel im Internet live übertragen wird. Das heißt, auch die 4. Liga ist ja insofern auch ein Produkt, was dargestellt wird. Absolut, ja. Mhm. Wie habt ihr das damals gemacht? Ihr hattet ja keine sozialen Medien, um mit den Fans in Kontakt zu bleiben. Und jeden Abend Kneipe geht ja auch nicht. Wie habt ihr den Kontakt zu den Fans außerhalb der Spiele gesucht und gefunden? Ja, ein ganz einfaches Beispiel. Das habe ich immer wieder gesagt, wir waren in Kassel sehr bekannt.
Und wenn du auf der Königstraße entlang gegangen bist, dann hast du einfach Hallo und so. Und dann später war das so, wenn ein anderer Bekannter, oder ich weiß nicht, wie es heute ist, der wird gar nicht wahrgenommen. Weil der Kontakt heute mit den Zuschauern, der findet, hat nicht so stattgefunden, wie das bei uns der Fall gewesen ist. Der direkte Kontakt. Der direkte Kontakt. Wir sind ja dann teilweise nach den Spielen, ich habe erzählt, Fritz Henning, er hatte eine Ausstattungsgaststätte. Ja, das war gang und gäbe. Wir sind erst mal da unten rein und haben uns mit den Fans an die Theke gestellt und haben auch schon mal diskutiert. Und da wurde auch nach Niederlagen auch mal schon mal diskutiert, ehe wir dann ins Clubhaus gegangen sind zum Essen. Und beim Essen waren wir auch nicht jetzt irgendwo abgeschottet, sondern wir waren in einem großen Saal, wo auch ja, Fans da waren. Und ja, das war einfach der Kontakt, der war einfach sehr eng. Die guten alten Zeiten. Heute hat sich da vieles geändert. Kommen wir auf die heutige Situation mal zu sprechen. Ich habe mir sagen lassen, du gehörst zu den wenigen oder vielen berühmt-berüchtigten Fußballstammtischen. Da wird natürlich kräftig analysiert. Wie beurteilt ihr jetzt die momentane Situation beim KSV? Gibt es eine einhellige Meinung? Es gibt eine ganz. Wir haben vorher gehört, er hat festgestellt, in Nordhessen zunächst mal wird vieles pessimistisch gesehen, bevor es dann vielleicht irgendwann eine andere Richtung ja, gibt. Ja, es gibt an sich eine ganz einhellige Meinung. Ich sage nur mal wieder ein Beispiel. Nach der letzten Saison waren wir uns einig, dass beim KSV, dass das alles funktioniert und super, eine super Serie hingelegt hat, aber dass da vielleicht ein Mann im Mittelfeld, der die Fäden zieht und der so ein bisschen die Richtung bestimmt, dass der vielleicht noch fehlt. Und einfach vorne drin, das haben wir in der Nationalmannschaft ja auch, einer, der die Dinger da vorne reinmacht. Und so waren wir überrascht, weil wir ja praktisch den gleichen Kader hatten wie letzte Saison, dass jetzt der Beginn halt eben, ich sag mal, fast in die Hose gegangen ist. Aber das wissen wir ja auch als Fußballer, wenn du einmal in so einer Situation drin bist und du verlierst und hast noch Pech dazu, Verletzungspech und dann geht das Selbstvertrauen, geht flöten und dann ist man in so einer Serie drin. Aber wir sind alle überzeugt davon, auch überzeugt gewesen, dass es auch mal wieder mit dem Kader, dass das einfach keine Situation ist, die auf Dauer besteht. Also ja, aber Frederik, muss man sich damit derzeit einfach abfinden, dass sich der KSV Hessen in einer Art Konsolidierungsphase für die Regionalliga befindet? Alles Weitere, was weiter nach oben geht, ist derzeit schlichtweg nicht machbar. Auch die Rahmenbedingungen müssten ja passen. Man setzt, glaube ich, derzeit noch sehr stark auch auf Nachwuchsförderung statt auf satte Ex-Profis. Das heißt, Geduld gefragt bei den Fans und auch Geduld in der Mannschaft. Wie schätzt du das als Kapitän ein? Ja, grundsätzlich haben wir vor ein paar Jahren mal einen Weg eingeschlagen, der genau das beschreibt, was du gerade gesagt hast. Und der Weg ist ja nicht einfach so aus dem Kopf gedacht, sondern der hat ja ein richtiges Fundament. Und das Fundament ist, dass wir wirtschaftlich gesehen einfach in dieser Liga nicht mit den Großen mithalten können. Das ist Fakt. Und deswegen ist es komplett utopisch, wenn man sagt, mit dem gleichen Kader greifen wir jetzt ganz oben an. Ja. So, deswegen war die Erwartungshaltung wahrscheinlich falsch, muss man so sagen. Dann kam hinzu, dass wir auch in der Breite jetzt nicht den breitesten Kader haben. Auch der wirtschaftlichen Situation geschuldet. Und klar haben wir im letzten Jahr eine sehr, sehr gute Runde gespielt, sind dann mit dem, wie eben beschrieben, fast gleichen Kader in die neue Runde gegangen, hatten dann aber auch ein bisschen Verletzungspech auch auf einer Achse, die für uns einfach wichtig ist. Und letzten Endes kam es dann, ja, dass man immer mehr unter Druck kam, weil der erste Sieg nicht kam. Und was aber auch feststellbar war, ist, dass wir ruhig geblieben sind. Und ja, ich glaube tatsächlich in der Vergangenheit wäre das nicht der Fall gewesen. Ja. Und wenn man dann auf die jetzige Situation blickt, dann zeigt sich auch, dass Kontinuität auch erfolgreich sein kann. Zwar in kleinen Schritten, aber mit Schritten nach vorne. Wie siehst du den KSV denn aufgestellt? Es hat ja vor der Saison viel Unruhe gegeben. Die gesamte sportliche Leitung ist weggebrochen. Steffen Friedrich und Jörg Müller, die ja in den letzten Jahren sehr stark an den Spielerverpflichtungen und an diesem Konzept beteiligt gewesen sind. Wie siehst du da im Hintergrund den Verein aufgestellt, soweit du das als Spieler sagen darfst und sagen kannst? Ja, ich glaube, dass wir grundsätzlich seit der Insolvenz uns in allen Bereichen deutlich besser aufgestellt haben als noch vor der Insolvenz. Das ist einfach schon mal Fakt.
dass Jörg Müller und Steffen Friedrich weggebrochen sind. Das war ein Verlust, das brauchen wir auch nicht schönreden. Die beiden haben das super gemacht. Von dem her war das sicherlich erstmal ein Vakuum auf der Position, weil es ja auf der einen Seite war es ja geplant von Steffen, auf der anderen Seite war es ein bisschen überraschend von Jörg. Logischerweise ist dann ein Vakuum mal kurz entstanden. Ob das jetzt dann auf die sportliche Situation sich ausgewirkt hat, das vermag ich nicht zu beurteilen, glaube ich auch nicht, weil letzten Endes, ja, was eine Etage über uns passiert in dem Bereich, das interessiert uns in der Kabine in dem Sinne dann nicht. Wir wissen oder wir wussten zu Saisonbeginn, dass wir den gleichen Kader haben, deswegen ja, war es für uns klar, dass wir an die Leistung wieder anknüpfen wollen. Hat jetzt aber mit dem Vakuum auf der Position erstmal nichts zu tun gehabt. Ja, wir haben vorher von Glücksmomenten gesprochen aus der zurückliegenden Vergangenheit. Es gab auch einige jetzt in der Vorrunde, das sollte man nicht unterschlagen. Und da schauen wir uns jetzt ein Spiel an. Das wurde vorher schon erwähnt, als der KSV vor wenigen Wochen gegen Balingen siegreich geblieben ist. Das war ein tolles Spiel. Und zu dem Spiel müssen wir, glaube ich, noch Namen nennen. Der Patrick Schumacher, da wolltest du noch was dazu sagen. Ich habe vorher den Thorsten Kolbe vergessen bei dem letzten Einspielfilm. Der gehört mit zur Tradition des KSV. Der war bei Wind und Wetter bei vielen Gelegenheiten im Bereich technischer Support unersetzbar für den KSV. War ja auch ein Kollege hier von uns. Und an den wollten wir unbedingt auch noch mal in dem Zusammenhang erinnern. Aber du hast noch einen zweiten Namen, den wir jetzt... Genau, also einmal der Thorsten Kolbe, der viel zu früh dieses Jahr im März von uns gegangen ist. Ja. Im Alter, ich glaube, von 55 oder 56 Jahren. Und wie Armin schon gesagt hat, wir haben jetzt Ausschnitte von diesem Spiel gegen den Balinger SC. Kommentatoren sind Patrick Schumacher und Leo Marscheider. So, herzlich willkommen aus dem Kasseler Aue-Stadion. 15. Spieltag in der Regionalliga Südwest. Der KSV Hessen-Kassel empfängt den Balinger SC und damit natürlich wie immer auch Grüße runter nach Südbaden an die Fans des Balinger SC. Und Unterstützung gibt es natürlich heute auch von den Rängen, von den KSV-Fans, von der Nordkurve, von allen Fans, die sich hier eingefunden haben im Aue-Stadion. Und jetzt wird es gleich losgehen. Das ist der Mann, der jetzt den Anstoß ausführen wird. Das war Noah Jones, der KSV, in der ersten Halbzeit in den weißen Trikots von links nach rechts. Die Balinger dementsprechend von rechts nach links. Einwurf. Ja, nach einer schwungvollen Anfangsphase neutralisiert sich das hier jetzt teils auch im Mittelfeld. Jetzt mal ein bisschen Platz, zu viel Platz für Novakovic gegen Marlon Sündermann. Und er fischt ihn raus mit der rechten Hand. Vorsicht. Oh, sie pfeift Elfmeter. Ja. Also, der Löwe kann seinen Gegenspieler quasi gar nicht sehen. So ein Elfmeter hatten wir zuletzt schon mal. Es ist Jones, der jetzt versucht, an den Ball zu treten, zu kommen, sieht dann seinen Gegenspieler von hinten gar nicht anrauschen. Wir hatten zuletzt mal so einen Handelfmeter. Chance für den Gast, für die Balinger in Führung zu gehen. Das ist Novakovic. Er macht ihn. Pepic. 1-0 für den Balinger SC. Löwen verdichten das jetzt allerdings hinten wieder. Alle Löwen in der eigenen Hälfte. Freddy Brill, der da anläuft, der macht das gut. Fair gemacht. Jetzt ein bisschen Platz für Jones. Jones gegen zwei. Mit dem Abschluss. Jones, Tor! Der Ausgleich. Noah Jones. Viertes Saisontor. Eiskalter Abschluss. Den versinkt der links unten. Ja, da muss man auch ein bisschen variieren. Das kann nicht ein Spieler alleine. Starker Abschluss, starker Standard und Marlon Sündermann mit einer klasse Parade. Schauen wir nochmal auf den Standardspezialisten mit links und Sündermann zur Stelle. Jetzt schauen wir auf den Eckball, kurz ausgeführt, Abschluss geblockt. Nächster Elfer. Es gibt schon wieder Elfmeter, das gibt es doch nicht. Handspiel und die gelbe Karte gibt es obendrein. Ist es die gelbe? Ja. Starostik kann es nicht fassen. Du hast es jetzt nochmal im Replay gesehen. Ja, schwer. Er lässt sich dann, er fällt natürlich dann sofort hin, wahrscheinlich, weil er schon weiß, dass er ihn möglicherweise an die Hand bekommen hat aus kürzester Distanz. Eben noch diesen
Freistoß getreten, den Sündermann parieren konnte. Jetzt zum zweiten Mal vom Punkt. Pipic mit der Möglichkeit. Pipic gegen Marlon Sündermann. Der hat zwar die Ecke, aber Pipic bleibt eiskalt vom Punkt. Oh, da kommt gefährlich Tor für den KSV. Ausgleich. Das ist der Ausgleich. Und es könnte vielleicht sogar ein Eigentor gewesen sein. Das war Gewusel im Strafraum. Zeigt jetzt hier nochmal eine Nachspielzeit an. Also wenn ich es jetzt richtig deute, sind es 3 Minuten. Ja, 3 Minuten dürfte es hier noch oben drauf geben. Offizielle Spielzeit ja jetzt abgelaufen. Nenhuba, jetzt wird reklamiert. Döringer! Springfeld. Das ist jetzt etwas planlos. Aber die Löwen bleiben weiter dran. Nächster Versuch, Springfeld, David und Starostik, Tor für den KSV! 3-2! Das ist jetzt eine Riesenexplosion hier im Aue-Stadion. Last-Minute-Treffer, die 3 Minuten Nachspielzeit gerade so überschritten. Und Hendrik Starostik trifft zum 3-2. 94. Spielminute. Torschütze der Spieler. Und das Spiel ist vorbei. Der KSV Hessen-Kassel gewinnt dieses Spiel am Ende. Ja, euphorische Reporter. Zumindest Teile des Stadions gut besucht. Das ist natürlich noch ausbaufähig. Aber ich glaube, wir haben damit schon ein bisschen Lust gemacht auf eine hoffentlich aufregende, spannende Rückrunde. Schlussfrage von mir. Die WM beginnt in wenigen Tagen. Wie halten es die beiden Fußballexperten hier? Wird geguckt? Wird kopfschüttelnd gesagt nein? Also ich muss sagen, dass ich mit Sicherheit mir die Spiele der deutschen Mannschaft anschauen werde. Obwohl die Begeisterung, die man sonst hatte, man sieht das ja auch, früher bei solchen Gelegenheiten hat man Fähnchen an Autos gesehen und man hat einfach auch das Interesse geweckt. Das ist bei mir, muss ich sagen, auch etwas ja, verhalten. Freddy, bei dir? Ja, dem schließe ich mich an. Also es ist noch tatsächlich etwas surreal, dass es jetzt schon zu einer WM kommt. Bei den Temperaturen, man ist nicht darauf eingestellt, von dem her hält sich die Begeisterung bei mir auch in Grenzen. Wie sieht es denn bei dir aus? Eingeschränkt, stark gedimmt. Also ich werde sicherlich wieder Uwe die Spiele der deutschen Mannschaft angucken. Kein Public Viewing, Home Viewing und ansonsten gedämpfter Optimismus. Ja, in dem Sinne erstmal vielen Dank bis dato. Wir sehen uns dann in 5 Jahren wieder zum 80-Jährigen in dieser Runde und lassen dann die nächsten 5 Jahre Revue passieren lassen. Freut mich, dass das so geklappt hat. Wir haben, glaube ich, einen tiefenden Einblick in die glorreichen Zeiten. Die Schattenseiten haben wir etwas beiseite gelegt. Die hat jeder Traditionsverein in Deutschland. Da ist der KSV Hessen längst nicht allein auf weiter Flur. Und jetzt hoffen wir alle gemeinsam auf eine erfolgreiche sportliche Rückrunde, dass das, was am Anfang nicht so geklappt hat, dann bald möglichst wieder in geordneten Bahnen verläuft. Welche Kamera haben wir? Die 2. In dem Sinne, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke fürs Zuschauen, dass Sie mit dabei waren. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit dem KSV und ob nun Geschichte, Zukunft oder Gegenwart, wie auch immer, beschäftigen werden. Machen Sie es gut. Tausende strömen in die Arena, um guten Fußball zu sehen. Ein verdienter Sieg für den enthusiastisch gefeierten KSV Hessen. Kassel spielte wie im Rausch. Am Ende siegte der KSV mit 7-3. Lohn ein 2. Platz in der 2. Liga. Nur noch 3-4 und die Partie wurde immer spannend. Und er trifft. Das Wunder geschieht. 5-4. Czalaskiewicz, der Ball segelt, naja, den hat er wohl. Den hat er nicht! Er lässt sie alle aussteigen und macht das Tor, das viel umjubelt. Bauer! Nein!
können hier von einer Bundesliga-Atmosphäre aus Kassel berichten. Hervorragende Stimmung.